پنجشنبه 6 فوریه 2014 64مین فستیوال جهانی فیلم به نام برلین آلی 64 در برلین افتتاح می شود. در همین رابطه کنفرانس مطبوعاتی روز 3 شنبه 28 ژانویه در برلین برگزار شد. همکاران ما در آنجا حضور داشتند و برای شما گزارشی تهیه کردند. توجه شما را به گوشه‌هایی از این گزارش جلب می‌کنم. Nochmal die Gelegenheit zu nachfragen und ich würde jetzt Dieter Koslik das Wort geben für ein paar grundsätzliche Vorbemerkungen. Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich wollte gerne eine Vorbemerkung machen, denn genau vor einer Dreiviertelstunde hat ja das Bundesverfassungsgericht die Verfassungsmäßigkeit der Filmförderungsanstalt bestätigt. Das heißt, dass Karlsruhe die Verfassungsmäßigkeit der Filmabgabe in vollem Umfang bestätigt hat. Das heißt, die FFA wird weiter existieren als Filmförderungsanstalt und das Abgabensystem, es gibt ja noch nicht, ich habe nicht die volle Begründung gelesen, ich weiß nicht im Detail jetzt, vielleicht gibt es da noch kleine Änderungen oder Veränderungen, die vorgenommen werden müssen, aber im Großen und Ganzen bleibt das bisherige System der Filmförderungsanstalt mit dem Abgabensystem, auch mit der Abgabe, und um die ging es ja, der großen Kinoketten erhalten. Also das ist, sag ich mal, für die Filmbranche, glaube ich, eine extrem wichtige, eine lebenswichtige Entscheidung gewesen, die da heute Morgen gefällt worden ist. Und nun wird man in die Exegese des Textes gehen, aber das ist, soweit ich Ihnen das mitteilen kann, nur zu begrüßen. Und ja, gut, also die Filmförderungsanstalt ist verfassungsgemäß. Das ist ja auch schon mal zu Beginn eines Filmfestivals, wo viele Filme von der Filmförderungsanstalt mit und kofinanziert worden sind, eine wichtige Nachricht des Tages. Ja, vielleicht bevor wir zum Filmprogramm und zu den sogenannten roten Linien kommen, durch solche Programme, die ja häufig nicht durch aktives Kuratieren von vor 9 Monaten entstehen, sondern die man langsam findet beim Kuratieren und dann am Ende, wenn man die Filme zusammen hat, die man zeigen will, die Verbindungen sucht. Bevor wir da hinkommen, würde ich ganz gerne Ihnen ein paar Veränderungen, was jetzt nicht das Filmprogramm, sondern ein paar Veränderungen gerne mitteilen, die wir alle bei der nächsten Berlinale zu erwarten haben. Das erste und vielleicht uns das erfreulichste und das wichtigste, wir gehen wieder zurück in Zoopalast. Jeder kennt den Zoopalast hoffentlich in der Zwischenzeit, er ist wunderbar restauriert worden, dank des Denkmalschutzes und auch dank des bayerischen Investors, der diesen ganzen Ensemble auch im Bikinihaus der alten Zentrale der Berlinale sehr viel Geld investiert hat. Es ist ein wunderbares Kino wieder geworden und wir freuen uns, dass dort nicht nur Panorama, der Kurzfilm, spielt, sondern dass auch die zusätzlichen Generationen wieder spielt, also quasi die schon drin waren, bevor es restauriert wurde, sondern dort werden wir jetzt auch in den zusätzlichen Kinos Marktkinos haben, also auch der Markt wird wieder teilweise, in so einem kleinen Teil, im Westen gehen. Die andere Sache ist, in der Zwischenzeit bespielen wir 64 Leinwände in der Stadt, und dazu noch in 7 Kiezkinos, da kommen wir noch drauf. Dieses Jahr ist es ein Kiezkino mehr, das Kino Eiszeit in Kreuzberg. Und alle 25 Festivalkinos, und das ist die größte technologische Erneuerung, die es bei der Berlinale gibt, alle 65 Festivals mit den über 60 Leinwänden sind an einem gemeinsamen Glasfasernetz angeschlossen. Das bedeutet, dass wir
mit Hilfe von Colt und EMC, unserer beiden Technikpartner, jetzt die Filme direkt auf die Leinwände spielen können. Die neue Zeit ist ja schon die letzten 2-3 Jahre ausgebrochen. Jetzt sind wir endgültig in der Stadt so vernetzt, dass wir die Filme über Glasfaser in die Kinos bringen können, was natürlich eine große Transporterleichterung ist. Ein bisschen Nostalgie ist auch dabei, aber wir kommen noch, der gute 35mm Film, es gibt ihn noch, nur an anderem Platz und nicht mehr in den Kinos, wo wir das aktuelle Programm spielen, aber wir kommen bei Forum Expanded nochmal drauf. Und insgesamt, das habt ihr jetzt im Kopf, gibt es auch noch bei der Berlinale einige 35mm Kopien, aber das ist in Verschwinden. Die zweite große Neuerung ist nicht am Zoopalast, sondern die ist am Berlinale Palast, am Marlene-Dietrich-Platz. Dort wird es in 14 Tagen eine Audi Berlinale Lounge geben. Und diese Audi Berlinale Lounge können wir dank unseres neuen Autosponsors, wir fahren nicht mehr BMW, sondern Audi, ja, nur es wird ja auch noch andere Veranstaltungen während der Berlinale geben, das werden Sie sehen. Wir mit unserem neuen Partner Audi möchten wir ganz gerne für das Publikum, aber auch für die Diskussion über die Filme am Platz, direkt am Berlinale-Platz etwas tun. Und deshalb können dort nach den Filmen, nach einigen Wettbewerbsfilmen, wenn man eine Eintrittskarte vorweisen kann, kann man dort mit den Filmemachern diskutieren. Wir werden dort jeden Morgen schon sehr früh geöffnet haben für die Presse, die ja bei dieser Kälte dann doch immer etwas ohne Kaffee in Berlinale Palast gehen muss. Dort gibt es jeden Morgen ein Croissant und ein Kaffee zum Warm-up. Aber es ist auch ein Gebäude für die Fans. Das war in der Kälte der letzten Jahre eigentlich unerträglich, dass diese Fans für Stunden da standen. Wir haben zwar immer warmen Tee ausgeteilt, aber jetzt haben wir quasi einen Unterstand, wo es auch was zu trinken gibt. Und dort wird es auch ein Networking-Veranstaltung geben der Dokumentarfilmer, der Dokumentarfilmszene. Wir werden dort etwas ganz Neues machen. Am Abend, jeder, der eine gute Geschichte zu erzählen hat, kann zum Native Storytelling Slam kommen. Also, Sie können da hinkommen, wir sind da. Und dann können Sie Ihre Geschichte erzählen oder wenn Sie eine Geschichte wissen, die ganz interessant ist. Alle diese Veranstaltungen, die jeden Tag dort stattfinden, direkt am Platz beim Berlinale Palast, können Sie auf unserer Website berlinale.de finden. Ja, Herr Kürzlich. Und ich arbeite mich auf die wirklich letzte Frage zu. Ja. Herr Kürzlich, mein Name ist Herr Serfen, hier ist TV Berlin. Wo sind Sie? Ja. Ich wollte gerne fragen, ob Herr Jafar Panahi nach Berlin kommt. Der Jafar Panahi? Nein, ja. Er kommt nicht nach Berlin, weil wir haben keinen Film von ihm und er ist auch nicht als Gast angemeldet. Wir sind aber in Kontakt mit Jafar. Aber dieses Jahr haben wir als iranische Komponente einen iranischen Filmemacher in unserer Jury, nämlich Mitra Faharani. Eine gute Bekannte der Berlinale und eine noch bessere Bekannte des Panorama-Publikums. Und das Panorama, die hat schon 3 große Preise gewonnen. Ihr letzter Film, Fifi, wurde letztes Jahr vom Publikum, ich glaube, es war der Publikum, ein Preis. Er hat sie einen Preis bekommen. Sie wird, Mitra wird hier sein. Aber wie gesagt, wir sind auch mit Asghar und mit dessen neuer Film ja gerade in den Kinos anläuft, sein neuer wunderbarer Film in den Kinos anläuft. Wir sind mit denen allen noch zusammen und in Kontakt und irgendwann wird er schon wieder kommen und wie man im iranischen Sprichwort sagt, der Stuhl wird nicht immer leer bleiben. Okay. Vielen Dank.